Ja, meine Damen und Herren, mir soll es mal besser gehen. Das war's, was Generationen von Deutschen von ihren Eltern und Großeltern besprochen wurde. Heute verspricht ihnen das niemand mehr, jedenfalls niemand mehr ernsthaft. Heute schickt man seine Kinder auf Schulen, die einen nicht mehr aufs Leben vorbereiten. Heute nimmt man eine Hypothek nach der anderen auf Kosten der jungen Generation. Heute lässt man Universitäten und Infrastruktur verfallen, weil das Geld für linke Wohlfühlprojekte und ja, für Heerscharen und qualifizierter Zuwanderer gebraucht wird. In Nordrhein-Westfalen, unsere Heimat, das ist so etwas wie das Brennglas dieser Entwicklung. Unser Land, die Älteren werden sich erinnern, das war mal der Motor Deutschlands. Unsere Kohle und unser Stahl, das waren Brennstoff und Stütze des Wirtschaftswunders. Zu uns hat man aufgeblickt, ja, wir haben Länderfinanzausgleich nach Bayern gezahlt. Nach Jahrzehnten der Sozialdemokratie ist davon nichts mehr übrig. In nahezu allen Bereichen sind wir inzwischen schlusslicht. Wir führen die Statistik inzwischen nur noch an, wo es um Kriminalität, Arbeitslosigkeit, Schulabbrecher, Insolvenzen und so weiter geht. Meine Damen und Herren, wenn es 1990 einen Aufbau Ost brauchte, brauchen wir jetzt dringend einen Aufbau West. Und den gibt es nur mit uns. Und genau deshalb fürchten Sie mich. Unser Innenminister Jäger gab diese Woche ein Interview, in dem er sich weit mehr Sorgen über die AfD machte, als über No-Go-Areas, über ungebremste Zuwanderung oder über den radikalen Islam. Silvia Lörmann und die Grünen, sie fürchten sich um ihre Windräder und um den kranken Sexualunterricht, den sie unseren Kindern aufzwingen. CDU und die FDP, Laschet und Lindner, sie fürchten sich um ihre gut gepolsterten Oppositionsbänke in Düsseldorf, wenn endlich eine echte Opposition kommt. Und all die kriminellen Islamisten und Integrationsverweigerer im Land, die fürchten sich, denn sie wissen, wie man bei uns bei der JA sagt, wenn die AfD kommt, dann wird aufgeräumt. Dann ist Schluss mit lustig, dann herrscht wieder Ordnung im Land, liebe Freunde. Aber wir geben auch Hoffnung. Unserem Volk, den Schüler, der in der Schule gemobbt wird, weil er Deutscher ist und er immer schlechter vorbereitet wird auf sein Berufsleben. Der jungen Familie, die kaum eine brauchbare Wohnung findet und Angst hat um die Zukunft ihrer Kinder. Der Rentnerin, die sich nicht mehr vor die Tür traut, weil ihr Stadtviertel allzu sehr bereichert wurde. Dem Arbeiter, der um seinen Job fürchtet, weil unsere Landesregierung seine Arbeitgeber aus dem Land ekelt. Dem Existenzgründer und Unternehmer, der Arbeitsplätze schaffen und erhalten will, aber unter der Last der Bürokratie erstickt, weil sich unsere Landesregierung einen Dreck um mich schert, liebe Freunde. Meine Damen und Herren, deshalb dürfen wir nicht scheitern. Deshalb dürfen wir nicht schlapp machen und uns nicht mit uns selbst beschäftigen. Wir haben eine ungeheure Verantwortung, denn wir sind die letzte Chance für Deutschland und wir sind die letzte Chance für Nordrhein-Westfalen. Ich möchte selbst mit Ihnen zusammen zu diesem Erfolg beitragen. Ich bin seit 2013 dabei, habe mein Herz also für die AfD nicht kurzfristig entdeckt und habe an vielen Stellen mitgewirkt, damit die AfD dahin kommt, wo sie heute ist. Als ehemaliger Selbstständiger weiß ich genau, wie es ist, wenn man sich mit übertriebener Bürokratie herumschlagen muss. Ich weiß, wie viele Steine einem in den Weg gelegt werden, wenn man Menschen in Arbeit bringen will. Und ich weiß, wie hart es ist, sich aus dem Nichts etwas aufzubauen. Meine Damen und Herren, ich will, dass NRW wieder ein Wunderland wird. Ein Land der Ideen und des Erfindergeistes. Und ich will, dass der, der morgens aufsteht, nicht der Dumme in unserem Land ist. Ich war als Angestellter im Außendienst in ganz NRW unterwegs. Ich habe gesehen, wie unsere Straßen verbrüllen. Ich habe gesehen, wie ganze Stadtteile verfallen und übernommen werden von Menschen, die keine Achtung für unsere Kultur, unsere Werte und unser Recht haben. Das müssen wir stoppen, liebe Freunde. NRW muss wieder schön werden und NRW muss wieder deutsch werden. Ich bin jetzt seit 2 Jahren in der Politik hauptberuflich tätig, zunächst in der Kölner Ratsfraktion als Geschäftsführer und mittlerweile in der Fraktion in Brüssel. Meine Damen und Herren, ich weiß, wie man dort mit unerwünschten Neuankömmlingen umgeht. Ich kenne die schmutzigen Tricks der Altparteien und möchte diese Erfahrung mit nach Düsseldorf bringen. Damit wir vom ersten Tag an der Stachel im Fleisch der Altparteien sein können und uns
uns nicht selbst beschäftigen, wie zum Beispiel in Baden-Württemberg. Zwei Drittel unserer Gesetzgebung kommen von der EU. Das gilt leider auch für die Länder. Es ist wichtig, dass wir schnell und frühzeitig einschreiten, wenn man in Brüssel mal wieder eine Idee hat. Die Länder müssen ihre Stimme in Brüssel vernehmbar machen und dafür möchte ich im Europaausschuss im Landtag sorgen. Und natürlich möchte ich als Vorsitzender der Jungenalternative das Herzblut, den Idealismus und die Kreativität unserer jungen Mitglieder in den Wahlkampf und später auch ins Parlament bringen. Wir haben in den vergangenen drei Jahren gezeigt, dass wir keine Angst vor großen Namen haben. Keine Angst vor Martin Schulz, vor Claudia Roth, vor Michel Friedmann oder vor Erdogan. Liebe Freunde, wir sind da die Schmalspurregierenden in Düsseldorf. Sie werden unsere knallharte Opposition zu spüren kriegen. Im Mai ist das Lotterleben vorbei, liebe Freunde. Wir von der JA arbeiten gerade an einer Kampagne, an einem speziellen Programm, das insbesondere die jungen Wähler im Land ansprechen soll. Denn wir wissen aus den anderen Wahlen, die sind besonders empfänglich für uns und besonders interessiert für uns. Das haben die Wahlen, wie gesagt, auch jetzt in Mecklenburg-Vorpommern gezeigt. Eine persönliche Bemerkung gestatten wir bitte noch zum Schluss. Ich weiß, mein Lebenslauf ist wieder nicht mehr da, ist nicht der glatteste, aber wir können unsere Fraktion nicht nur mit Rechtsanwalten und Steuerberatern. Wir brauchen auch Leute, die das Angestellten-Dasein kennen, denn unser Wähler kennt es auch. Ich habe im Leben nie vom Staat gelebt und auch nichts geerbt. Ich habe mir alles selbst erarbeitet und aufgebaut und darauf bin ich stolz. Ich habe in den letzten drei Jahren zeigen können, dass ich für unsere Partei brenne. Ich war da, als wir in den Umfragen noch gar nicht aufgetaucht sind und ich war schon da, als uns schon alle abgestiegen haben. Und Sie können sich darauf verlassen, ich werde aber in den nächsten 5 Jahren für Sie, für unsere Partei und für unsere Heimat da sein. Danke. Vielen Dank, das war eine Punktlandung. Dann komme ich zu den Fragen. Wir fangen von mir aus gesehen links bitte an. Vielen Dank. Herr Fritsch hat ja gesagt, Ihr Lebenslauf ist nicht ganz gerade. Ich glaube, wir alle können sowas akzeptieren. Unter dem Punkt Ausbildung hatten Sie jetzt nichts angegeben. Ja. Aber über Bildung, Schulabbrecher, die Worte hat Sie in den Mund genommen. Ich hätte ganz gern, dass Sie doch etwas mehr in Ihren Lebenslauf erläutern und sagen, woher Sie Ihre Bildung, ja. Zum Schluss Qualifikation sein, muss ja. Im Landtagsabgeordneten ziehen. Also was haben Sie für einen Bildungshintergrund, auch wenn er nicht ganz gerade ist? Also ich habe Abitur gemacht und war mit 2001, habe dann Abitur studiert, war auch scheinfrei. Dann habe ich mir, wie gesagt, eine kleine Werbeagentur aufgebaut und habe mich dann dafür entschieden, in dem Bereich weiterzugehen, weil ich das Gefühl hatte, das ist das Richtige für mich. Und wie gesagt, ich habe gerade gehört, was ich Jura studiert habe und habe, wie gesagt, eigentlich schon fast selbst im Studium in der Hinsicht umfassende Kenntnisse. Das heißt, ich glaube, ich kann das im Landtag einbringen und meine Marketingkenntnisse, die ich mir erworben habe, habe ich schon auf der Partei zur Verfügung gestellt. Dann die nächste Frage bitte. Frau Müller, Platz von Aachen. Sven, du arbeitest momentan für die EU. Stehst du der Europäischen Union immer noch ablehnend entgegen oder hat sich das zwischenzeitlich verändert? Es ist schlimmer geworden. Also, wenn man mal versucht hat, irgendwie ein Bild an die Wand zu hängen im Europäischen Parlament und die Formulare dafür ausgefüllt hat, dann kann man eigentlich noch eine tiefe Ablehnung für diesen Apparat empfinden. Und je näher man dran ist, umso schlimmer. Es ist noch schlimmer, als man sich vorstellt. Ja, also ich, daran hat sich überhaupt nichts geändert. Ich habe ja damals den Eintrag bei der JA eingebracht, dass wir die EU demokratisch auflösen wollen zu einer EWG und dazu stehe ich nach wie vor. Die Schulpolitik, das ist ja einer der wenigen Bereiche, wo das Land unabhängig von der EU ist. Was möchtest du da in NRW machen? Was sind deine schulpolitischen Vorschläge? Also ich komme tatsächlich aus Baden-Württemberg, das wird schon erwähnt, und das ist ja das Land, was zumindest bis zur grünen Machtübernahme immer ganz gut abgeschnitten hat. Im Vergleich, ich sehe da drei wesentliche Punkte. Zum einen haben wir ein starkes duales Ausbildungssystem. Es wird nicht die Qualität des Bildungswesens daran gemessen, wie viele Leute ein Abitur haben oder Schulabschluss, sondern tatsächlich an der Qualität gemessen. Ich glaube, wir müssen auch die Haupt- und Realschulen wieder stärken.
ist nichts los. Wenn es einen Bereich gibt, wo die Landesregierung mehr Geld in die Hand nehmen muss, dann ist es ohne jede Frage die Bildung in Nordrhein-Westfalen. Und dafür vielleicht mal ein, zwei Länder, Lehrstühle oder ähnliche Sachen streichen, damit es nicht so ist, was wir uns genommen haben. Okay, vielen Dank. Nächste Frage, bitte, von rechts. Martin Böhre, Kreisverband Borgen. Herr Tritschler, ich habe vorhin eine Frage. Was ist denn mit Ihrer Erfolg als Selbstständiger passiert, mit Ihrer Werbeagentur? Ja. Welche Erfolge haben Sie denn als Selbstständiger nachzuweisen? Also ich hab für große Unternehmen gearbeitet, zum Beispiel für einen großen Elektronikhersteller, ich sage jetzt keinen Namen, kann ich Ihnen aber gerne nach einem persönlichen Gespräch sagen. Ich habe teilweise zwei Leute voll beschäftigt, also ich denke, das ist ein bisschen Erfolg, wenn man immer Leute in Wohnungen vorträgt und da brauche ich mich nicht dafür zu schämen. Ohne jede Frage, am Schluss ist es dann etwas schwieriger geworden in dem Bereich. Es war viel mit Suchmaschinenoptimierung, da haben wir größere Agenturen konkurriert und da hatte man dann als kleiner Gewerbetreibender Schwierigkeiten. Deswegen habe ich dann das Angebot auch gerne angenommen, als Angestellter zu einer großen Agentur zu gehen. Und da habe ich auch gute Referenzen. Sie können auch gerne mein Arbeitszeugnis sehen, wenn Sie an mich glauben. Okay, eine letzte Frage von Weißmutter. Peter Bonhoff, Kreisverband Dortmund, Herr Tritschler, wir haben nächstes Mal, das ist nämlich ein Jugendspaß, was wir eigentlich haben. Worum es mir geht, ist das Thema, wir sprachen an J.A., ich kenne Sie auch als ständigen Vertreter der J.A. Was bringen Sie aus der J.A. mit in die Landtagsfraktion? Welche Ideen für Jugendarbeit, für die Jugendlichen und für die jungen Leute auch in der AfD? Ja, ich denke, also was bei unseren Leuten natürlich das Thema ist, viele sind an der Universität, sind in der Ausbildung, sind auch der Schule, Bildungspolitik, das habe ich ja wir haben aber auch viele junge Familienväter und Mütter bei uns, die haben Sorgen, wie finde ich eine Wohnung, passende, auf welche Schule sitze ich denn mal meine Kinder, auf welchen Kindergarten. Das sind Themen, die ganz wichtig sind, die bei uns eine Rolle spielen. Und ganz klar, wir haben auch überraschend viele junge Unternehmer und so weiter bei uns, die eben ähnliche Probleme, wie sie eben geschildert haben, zu viel Bürokratie, Steuerabgabenlast, mit denen zu kämpfen haben. Also wir haben, die JA ist kein politischer Sandkasten, wir beschäftigen uns mit allen Themen, aber ganz klar, Bildung ist das zentrale Thema, also man kann die meisten kompensieren. Vielen Dank, wir hatten hier fünf Fragen. Vielen Dank, Herr Tritschler. Und vor allem auf Herrn Schild 146 und auf Herrn Tritschler 173. Herr Tritschler, ich darf Sie fragen, Sie nehmen die Wahl an? Ich bedanke mich und nehme die Wahl an. Danke. So, dann.